Auf jeden Fall, das ist eine Riesenchance, weil ich sage mal, bisher sind ja die Bedenkenträger diejenigen, die das Arbeiten mit Daten teilweise behindern, unmöglich machen, weil man einfach immer nur mit der Angst lebt und über die Angst agiert. Dadurch, dass wir jetzt hier an der Stelle gar nicht gefragt werden, ob unsere Ängste Totschlagargument sind, sondern wir tun es jetzt einfach mal. Und aber auch, ich sage mal, Plattformen, Ideen, Konzepte mitkriegen, damit das Böse halt nicht dominiert, haben wir jetzt die Chance, dass wir endlich mit Daten zusammenarbeiten. Weil das Thema mit Daten zusammenarbeiten ist ja nicht neu. Das haben wir mit Industrie 4.0 ab 2011 diskutiert und die meisten Firmen haben davor schon begonnen. Also, und wenn man es in 20 Jahren nicht geschafft hat, dann braucht man einfach mal so einen Trigger, damit wir, ich sag mal, einfach mal Dinge tun, die wir vielleicht sonst wirtschaftlich uns nicht trauen würden, aber unter regulierten Bedingungen. Also es das heißt ja nicht so, ich muss jetzt alles blind jedem geben und gebe alles auf, sondern das Tolle ist ja, alle haben die gleichen Spielregeln. Und das macht Mut. Und ich glaube, dass es durchaus ein Instrument wird für Sprunginnovationen. Also, dass man nicht nur ein bisschen Verbesserung kriegt, sondern dass man jetzt auf einmal Ideen kriegt, mal komplett andere Dinge zu machen. Und ein paar von denen werden total erfolgreich werden und ein paar werden enttäuschende Ergebnisse liefern. Das ist immer so. Aber ohne diesen EU-Act würde das einfach nochmal 20 Jahre dauern. Das ist meine persönliche Meinung und wir können damit ein paar Themen einfach beschleunigen. Und mit so Projekten, die jetzt oder Initiativen, die da jetzt von der Bundesregierung auch gestartet werden, wie Manufacturing X, da wird das Ganze auch, ich sage mal, dargestellt, wie es dann wirklich funktionieren wird und bis Praxisbeispiele erarbeitet, veröffentlicht, so dass auch ohne gigantische Einzelinvest, ohne das Risiko alleine zu tragen, die gesamte europäische Wirtschaft davon profitieren kann.